Und die Hessen-SPD? Na, die ist doch froh, wenn sie noch über die 5%-Hürde kommt. Aber mal ehrlich, das klappt doch eh nicht. Eigentlich können die ihren Laden auch gleich dicht machen. Dicht machen? Mensch, das ist die Idee. Extra 3 setzt sich für die notleidende SPD in Hessen ein. Dafür haben wir hier in Wiesbaden einen ganz besonderen SPD-Infostand aufgestellt. Wir geben einfach zu, die SPD hat Mist gebaut und tritt bei der nächsten Landtagswahl gar nicht erst an. Ganz einfach, wir geben auf. Können Sie das verstehen, dass wir aufgeben? Ja. Ich kann das schon verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Wir sind sehr für Neuwahlen. Das ist vernünftig, was sollt ihr denn sonst machen? Ja. Echt, also gibt ja gar keine andere Wahl. Ihr könnt doch gerade machen, was ihr wollt. Wir geben auf. Ja, dann können wir auch aufgeben. Ja, ich meine, ich finde toll, dass Sie sich noch unter das Volk wagen heute. Das finde ich toll. Das ist ehrenwert, dass ihr euch noch sehen lasst. Das ist ehrenwert. Ja, also ich wäre nicht unter das Volk gegangen nach so einem Desaster, was passiert ist. Und deshalb geben wir für die SPD ganz offen und ehrlich zu, es geht auch ohne uns. Es geht auch ohne uns. Ja, sieht verdammt so aus. Natürlich kommt sie mal her. Ach ja, ein bisschen Trost tut gut. Die Ypsilanti hat gelogen, dass das Zeug, dass die Balken brechen. Das ist die Wahrheit. Die ist doch dumm bis zum Nuss. Den Herrn Koch mag ich auch nicht, aber der scheint ein Tick schlauer zu sein als die Ypsilanti. Ich finde die Frau toll. Ja? Ich finde die Anne, die können es auch vergessen. Richtig. Also, wie ich die alle 5 Tage Sitze gesehen habe, den hätte ich gerade in die Fresse hauen. Waren ja bloß 4. Ja, und weil sich die SPD in Hessen gerade eh nicht einigen kann, sind wir doch mal ganz ehrlich. Der Roland Koch ist auch kein Schlechter. Koch ist auch kein Schlechter. Redet doch nicht so ein dummes Zeug. Ihr habt ihn schlecht gemacht, als wäre der letzte Kriminelle und plötzlich ist es auch kein Schlechter. Was soll das dumme Zeug denn? Hören Sie doch auf, bleiben Sie doch realistisch. Dann ist alles in Ordnung. Aber wir haben es doch jetzt eingesehen. Aber was sollen wir denn machen, wenn sich die SPD nicht auf Ypsilanti einigen kann? Tja, dann doch Roland Koch. Der ist aber doch nicht bei der SPD, der Roland Koch. Nee, ist er nicht. Aber die SPD macht ja bei der nächsten Wahl eh nicht mit und will auch sonst nicht weiter stören. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Bleibt nicht so lange vor. Bei den Menschen in Hessen gibt es für die SPD echt nichts mehr zu holen. Deshalb fahren wir jetzt zur Parteizentrale der hessischen SPD. Kommt Jungs, den Laden da oben, den räumen wir jetzt aus und machen ihn dicht. Hier, die Computer am besten raus. Ja. Ein Computer am besten raus. Und hier am besten auch schon den Stuhl. Ich habe hier Hausrecht. Sie gehen jetzt, also wirklich, jetzt ist gut. Ist gut. Haben Sie ist mal nett. Ist mal nett. Ist die mal SPD nett. Macht so, bleiben Sie. Prima. Geben Sie doch auf. Wir geben in nicht auf. Jahren. Wir geben nicht auf, aber Sie sollten jetzt aufgeben, weil die Sachen bleiben da und wir geben nicht auf. Bevor wir jetzt gehen, haben wir noch einen Aufkleber. Den möchte ich Ihnen jetzt mal abmachen. Kann ich Ihnen den da machen? Das ist nicht gut. Der ist wirklich nicht gut. Nee. Dann doch, Roland Koch. Der ist nicht gut. Ach, der SPD-Generalsekretär ist leider gar nicht einsichtig. Tja, wer nicht hören will, muss fühlen. Danke, Jungs. Gelassen, abtreten, SPD ist dicht. Gott sei Dank. Dieser Film ist auch der Podcast der Woche und übrigens, unsere SPD-Aktion steht in bester Tradition. Letztes Jahr haben wir von Extra 3 die SPD in Hamburg aufgelöst. 2003 haben die Kollegen von der Titanic, schönen Gruß, die SPD in Bayern dicht gemacht. Und 1933 hat irgendjemand, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, gleich die gesamte SPD aufgelöst. Und wenn Sie einen Vorschlag haben, welche Partei man sonst noch auflösen sollte, dann gehen Sie doch einfach mal in unser Forum auf unserer Internetseite, jetzt eingeblendet, x3.de.